Mir jetzt eine Bemerkung. Einfach mal machen. Das wär's. Oh. Ich glaube, das Sprintrennen fällt heute aus. Alles so pessimistisch, unglaublich. Bei dem einen das Gaspedal, bei dem anderen. Nee, das war nur heute vorher. So. Rennen noch gar nicht. Oh, ich habe am. Lucinio hat hier nur zwei Balken in der Server. Ach, zu viel Berge dazwischen. Der Wind kommt von der falschen Richtung. Lucinio auch Tiroler oder wo kommt der her? Steiermark. Steiermark. Jo. Oh Gott. Ist noch weiter weg. Jo. Kann ich ja jetzt noch mal meine Reifen ändern. Haha! Aber das hat mich so irritiert. Was war da los, Mann? So. Aber wenn wir ein Dingensstart haben, dann, ja, dann ist der Bremspunkt am Ende von der Geraden doch so wie normal auch. Ja. Ist das doch überhaupt kein Also Problem. Der fliegende Start hier auf der Strecke ist ja übelst der Abschaum auch, ne? Ja. Da kann ja sein, dass da irgendjemand ihn da. Da muss ich in der Schikane starten. Scheiße. Da wäre okay. Ich mir doch im Hauptrennen weiter hinten gelandet. Kann sein, dass man jede Kurve Eingang höher fährt als eine Gruppe 3? Ja. Achso, ist schon. Die Lobby schon offen? Ja. 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 Ja, bleib ruhig raus, Obi. Ja. Oh! Team TAR gratuliert mir. Kann ich mal bedanken. Alter, der Sound ist so geil. Bella Boyo? Das Hütchen ist mir. Was mich am meisten geärgert hat, ich bin ja eigentlich auch sehr zufrieden mit mir, bloß halt, meine Rechnung ist auch quasi mehr oder weniger aufgegangen. Ich habe auch eine Runde weniger bewusst getankt, habe die auch wieder vom Treibstoff sammeln aufgeholt. Und dann aber wegen ein paar Sekunden, scheiße, das reicht nicht, fuck. Und dann musste ich sofort auf Stufe 6 schalten. Ja, durfte ich zwei Runden mit einer Runde Tank noch durchziehen. Der Mamba schon im Interview dafür bei Vincent? Hat aber der, weiß auch nicht, mit wem er redet. Ich schätze mal mit Jerome. Ich glaube, das ist der Tagebuch führt. Das ist auch ein tolles Ergebnis. Oh, liebes Tagebuch, heute habe ich mich um eine Runde verschätzt. Das geht voll nach hinten los. Stitch, also, ihr habt mich voll aus dem Konzept gebracht, wie ich Stitch gerade alles sag und da. Dass man sich nicht dagegen, einmal. Liebes Tagebuch, heute haben mich meine Kollegen in der Liga wieder geärgert. Ach, da muss ich ja gleich auch zum Interview hin, ne? Die letzte Kurve geht Vollgas. Was? Wie funktioniert denn das? Lädt er mich rein oder eine Party ja, oder? Ja, nee, du. Ja, es kommt drauf an. Also nicht immer. Manchmal musst du auch zu ihm.
Aber das hat ja nichts damit zu tun, ob du auf dem Podium stehst. Skippy ist ja auch jedes Interview dabei. Ja, das ist aber, weil Skippy ist. Und Skippy immer was zu sagen hat. Er ist immer auf dem Interview, hat immer ein Interviewrecht. Wo ist er denn eigentlich, der Skippy? Er muss arbeiten. Also, was arbeitet der eigentlich jetzt? Der selbstständig, der vertreibt oder verkauft deutsches Glas, hier für deutsche Glasfaser die Anschlüsse. Ah, also semi-selbstständig. Ja. Also macht er in Deutschland eh nix. Ja, doch, tatsächlich passiert hier was, also Hut ab. So, jetzt den Obi. Ich krieg die nicht! Oje. Ich bin ja schon froh, dass du jetzt das Design endlich drauf hast auf dem Porsche Gruppe 4. Das vorherige war auch doch schön, das war's ganz. Wieso hab ich hier die schnellste Rundenzeit, Leute, was los? Weil keiner ernst gehen. Fährt. Ich ja auch nicht, DK. Leute. Du siehst Obi einfach fliegen! Hätte das sein können. Das sah aus wie so ein übelst harter Disconnect, ey. Ich mach's dann im Rennen besser. Geh weg. Der fährt die alte Kurve, ey. Ist doch schön. Wann startet denn das Finale jetzt? 45. Oh, so spät, ey. Damit Lucchino ganz Homeoffice gemütlich alles einstellen kann. Eine halbe Stunde länger schlafen. Mit Traktion 0 passiert ja gar nichts bei der Karre, Alter. Das ist gucken, ja, wie Lukas reagieren kann. Gar nicht. Jetzt hast du einen Mercedes-Stern im Heck. In der Heckklappe. Ja, ich hab ja auch schon einen vorne drauf. Aber das war der andere Wagen. Also ganz und ganz Mercedes. Das war auch der andere Wagen. Ne? Ich hätte den Stevie eigentlich gern mal wieder hier in Gelsport, ne? Ich nicht, der tut mir in den anderen Serien schon leid. Muss mir nicht du hättest mich gerne wo? Neben dir? In 20 Minuten. Oh, jetzt ist es interessant. Oh. Das auch noch? Du willst wieder verwendet werden? Hast du ein Dach schon? Nein. Aber meine Freundin bist du, ne? Ja. Ja. Ich hab die. Ah. Ich darf keine Sprüche ablassen, sonst haust du mich wieder. Ich habe jetzt 8 Stunden lang den Tisch gewischt. Ja, nach dem Rennen mache ich dir Essen. Aber mal kurz angemerkt, wir fahren jetzt hier mit 5 Mercedes, ne? Bisschen unfair, finde ich. Genau richtig. Schauen wir mal, Alter, wo bitte die lass mich nicht in der Scheiß-Schikane starten. Oh nein! Mitten in der Schikane, das kann doch nicht sein! Du bist ja schon was durch gewesen. Was mit dir ist, ist mir egal, geh weg. Alter, ich bin halt so weit weg von. Ich bin 2 Sekunden weg, ey. Holy shit. Oh, der Mitträger ist noch verbremst. Mamba, Windschatten bei Obi? Nee. Hab ich noch nicht. Alter, ist das jetzt umzugewöhnen, ey. Oh, ja. Jetzt haben wir auch nicht mehr so schönes Wetter, ne? Das in Barcelona, kann ich gar nicht sagen. Barcelona. Mit Z. Ich mach nachher so einen Sticker mit Barcelona Z.
Was war das denn? Oha! Oh, der hat's ja mal schön vorgeportet. Der Gruppe 4 Master Pascal. Pascal, das wird nichts mit Podium heute. Da vorne staut's. Lässt sich der Lucchini einfach raustragen, Ernst, ich bin neben ihm, Obi, ich hab ne Idee für dich. Anstatt des, Nicolas Cage, kannst du ja jetzt dein Gesicht eigentlich hinten drauf klatschen. Weil? Ich hab doch so einen Sticker. Mit deinem Gesicht. Ja, ja. Das wär doch was. Ach so, Pascal, ist klar. Er schiebt mich durch den letzten Sektor. Ja, Dive-Bomb. Ach so, ja, ganz klar. Also, da sehe ich ihn. Da sehe ich ihn einfach so, Alter. Holy shit. Alter, das bekommt er jetzt zurück in der ersten Kurve. Ey. Was ein Manöver. Ja, der Pascal fährt schon ein bisschen aggressiv. Was ein Schäf. Auf, hopp, 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 hopp. Ah, shit. Was machst denn du? Ja, ich wollte mich noch reindrängen, aber irgendwie... Außen! Ja, da kannst du gerne bleiben. Ja, lol. Ja, ich kann nicht weiter innen. Ich war schon auf dem Curb. Ups. Da ist noch einer. Das macht den Pascal. Ja, keine Ahnung, was der macht. Der Typ tiltet mich schon wieder aus dem Leben. Unglaublich. Hinter mir einfach eine Vier-Mann-Armee, ey. Stitch, glaubt, der kommt jetzt auch noch. Wer schmeißt vorbei hier mit Hütchen? Danke, Mama. Bitte. Jeder kriegt Strafe, ey. Was denn da ist los? Mama hat mir einen super Schubs gegeben gerade, den konnte ich gebrauchen. Genau im richtigen Moment. Da sehe ich ihn, da sehe ich ihn. Er will trotzdem rein, okay. Never mind. Und good haut. Job, hast den rausgeschoben. Pascal, good job. Ah, Pascal, darf ich mal eine Abmahnung geben? Das geht so nicht. Das habe ich halt davor schon gecallt, dass das jetzt passiert. Und er schiebt sich einfach... Schiebt sich einfach schon wieder rein, ey. Da kann das. Alter, ja, lol, ey. What the fuck? Geh mal weg, ey. What the sh. Ah, das geht nicht gut. Boah, auf dem Gras, lol. Obi, 2 Sekunden? Ey, wer ist da neben mir? Was? Das war Pascal. Der war aber auf dem Rasen. Der kann jetzt gerade nichts dafür. Ja, ich musste, der Pascal assaultet dich ja von 3 Kilometern, Alter, da. Alter, ich komm nicht nach vorne, ne, das ist so... Oh. Aber ich komm schon, Flux, keine Angst. Ja, ich könnte auch ein Stückchen schneller, aber... bin zu blöd zum Überholen mit dem Vierer hier. Jetzt, wo ich ein bisschen Ruhe habe von dem Pascal, der dich alle 2 Kurven divebombt, geht's. Boah, Gerard, kannst du doch nicht machen. Ah, ich hab's ja überlebt. Ja, da ist Gras im Sprint drin, ey, da kennt er nix. Wieso bist du denn schon wieder vom Gerard, Mama? Ja, weil ich mich nochmal durchgedrückt habe. Der, wenn er meint, mit seinem Heckflügel da mich nochmal anzukratzen, dann drücke ich mich nochmal durch, das ist mir egal. Oha, jetzt hat's jemanden gedreht. Den Stitch. Ja. Da war das ich schon. Der Snooze. Da war ich schon mit meiner Schnauze neben seinem Heck.
und er wollte trotzdem eng durch die Kurve. Obi, oh. Schnellste Runde, let's go. So muss das. Da kommt er angeflogen. Ah, scheiße. Aber arg spät gebremst. Ja. Alter, das war der perfekte Bremspunkt. Das Snickers im Angebot. Und Lars. Das ist jetzt der letzte Platz für das Rennen. Scheiße. Free Candy. Also wenn ich jetzt mal hinten drauf fahre, kriege ich da was. Wieso Pinata? Ordentlich drauf. Na deswegen fährt der Pascal das Spielkind mir da hinten drauf. Versteh schon. Free Candy, der will ja einen Kopf. Ja, ja, deswegen ja. Oh, der bremst einfach noch später als ich. Holy shit. Das geht zu zweit, keine Angst. Flux, ich habe ihn dir aufgelegt. Boah, der zieht halt einfach rüber. Hier führt schon wieder, ey. Der war noch in der Party? Ja, anscheinend. Lukas, gib mir Windschatten, komm schon. Nee. Lass mich nicht hängen. Warte, ich bin gleich drin. Warte. Oh Mann, das hört sich auch so falsch an irgendwo. Oh no. Danke, ob das jetzt auch noch nicht. Warum blockierst du mich an Down King? Ey, es gibt's doch nicht. Lässt er noch Stitch vorbei. Gut, lieber den Stitch als den Charan, ne? Wo sind denn die beiden? Charan ist hinter mir, ich bin auf P8. Der ist auf 9. Ah, das schaut doch noch gut aus, oder? Oha! Das sind Punkte in sich! Oh, Eddie! Nein, Eddie! Der Teammate! Was war das? Das war so knapp. Also sehen kann ich hier auch ganz viele Punkte. Boah! Boah, Pascal, nee! Pascal! Oh, Alter! Ich würde die Sachen einfach einmelden, ne? Also ich hab's mit Cherokee ja auch gemacht. Ja, Ticket drauf. Jawohl. Ja, weil sonst lernen sie es einfach nicht. Auch Cherokee mag ja schon der schnellste sein, aber er überholt trotzdem wie ein Arschloch. Oh, Alter! Ist das gerade am Rumpflexen oder bin ich das? Cherokee geht in die Box. Naja, Anonymous ist am Rumhotzen. Alter, ich hatte gerade so einen Herzstillstand, holy shit, ey. Bei mir stehen gerade verbleibende Runden 0. Boah. Der nächste, der sich durchdrückt. Aber gut, der ist Frischling. Der Pascal, der kennt das eigentlich eher schon länger. Der müsste eigentlich lernen. Ja, der fährt ja auch Formel 1, ne? Also. Ist ja nicht so, dass er. Was, der Pascal? Oder? Ja, in der A, glaube ich. Stehen. Achso, ja, das kann sein. In der A, glaube ich, ist er doch mit dem Steve zusammen. Nee, ich glaube nicht. Der ist in einer anderen Liga, soweit ich weiß. Also, das würde ich wissen, glaube ich, wenn der bei uns fährt. War das nicht A? Nee. Mm-mm. Das war sauber, Mama. Das war alles sauber. Alles gut.
nur das von Pascal, das geht nicht. Das geht so nicht. Ja, der fährt immer aggressiv, das ist. Ja. Das ist jedes Rennen. Also gut, dass der ein bisschen krasser verteidigt und alles, das habe ich ja gesehen, das habe ich beobachtet. Ne? Aber, also dass es auch schon so leichtes Gemecker gab, ist mir auch aufgefallen. Aber das hier heute, dass der sich wirklich überall durchdrückt, auch wenn es 2 Kilometer Entfernung sind gefühlt, das geht gar nicht. Nee, der kann nicht aufs Krasseste verteidigen und dann nochmal sich zurückschlagen. Nacht. Von Obi auch gute Nacht. Gute Nacht. Eddie gute auch. Nacht, mein Schatz. Wir kennen uns zwar noch nicht, aber wird schon passen. Ah, das von Anonymous war sauber gemacht, muss ich sagen. Ja. Schön durchgedrückt. Ach, das war jetzt auch von Pascal alles zu machen. Ich hat's ein bisschen geärgert, dass er mich nie in den Windschatten hinter Anonymous gelassen hat. Ah, der drückt sich wieder durch. Das kann er so nicht machen. Ah, das war okay. Da war Platz. Als ob man Kart fährt, ne? So busy. So schaut voll das aus. Kontaktsport. Aber ist ich das kann hier. Das nicht. Auch. Uiuiui. Ich war hin. Hier wird die Kurve. Sorry. Aber es war jetzt auch nicht die schlauste Idee von Gerard in die Box zu gehen. Oh fuck. Ja, komm, Alter, jetzt lässt. Wenn du jetzt nicht wieder vorbeilässt, Alter, dann schieb ich dich auch weg, Alter. Entschuldigung, Mann, mal. Alles gut. Ich hab dich extra gerade nochmal angestupst. Der hat mich gerade echt von der Linie gebracht, ja. Aber auch wenn mein linker Vorderreifen schon fast abgenutzt ist wie sonst was, das Ding lässt sich immer noch richtig gut fahren, muss ich sagen. Einer nach dem anderen, wenn ich wahr sein. Du musst die Strecke da von Formel 1 auch gut kennen. Lukas. Dich ja. Aber irgendwas heute ist irgendwie der Wurm drin. Aber Glück gehabt, der Pascal. Ja. Sorry. Alles gut. Aber ich dachte, ich wäre ein bisschen weit gekommen. Sven, was los? Ach. Du warst einmal da und jetzt ja. Bist du weg. Ja komm, fahr zu, Alter. Bleib halt stehen auf der Scheißgasse. Erst drückst du mich in letzten Schikane weg. Machst noch so ein
Bremstest mit mir, ey. Glaub's hackt langsam. Ein ich lässt da durch, den Teammate ist klar, Alter. Das Witzige ist, ich krieg das heute das erste Mal mit, wie Obi sich schon aufregt, aber ich habe noch nie richtig so in Rage gesehen, so Rage mit. Ne, mich gibt's nicht in Rage. Ja. Auch schon mal so Sachen gehört. Zum Beispiel? Also nicht von Leuten, sondern von dir selber. Ja, doch mal in der Party etwas laut war's. Boah, was macht der da für einen Scheiß? Ich warte nur, bis er mit schon, seinem tirolerischen Akzent anfängt zu fluchen. Das schon, aber ich beleidige jetzt keinen auf den Tod oder keine Ahnung. Nein, das nicht. Alles in der Hitze des Gefechts noch in Ordnung. Also, wenn man so einen Pflichtboxenstopp auch nochmal in Sprintrennen einführen würde, das wäre interessant. Nee, ich meine nur, das wäre. Müsste man sich mal vorstellen, wie das aussehen würde, wenn alle gleichzeitig in die Box gehen. So genau zur Rennhälfte, weil dann die Reifen optimal abgenutzt sind und dann. Alle gleichzeitig aus der Box raus. Das muss man sich mal vorstellen. So, zweitletzte Runde, ne? Und mein linkes Vorderrad ist einfach komplett gefickt. Einfach, da geht gar nichts mehr. 50% rot, würde ich sagen. Ich hab locker 80%. Ich hab keinen Reifen mehr. Und ich krieg trotzdem noch Lukas Falk. Naja, ich bin nur am Moment. Und der Eddie kommt aus dem Nichts. Ah, Scheiße. Oh, Captain, hey, komm schon. Bremst doch mal ein bisschen, Foxy. Ah. Ja, hier bin ich, Alter, jetzt. Sorry. Alles gut, alles gut. Seit wann hast du da so einen Schnauzer vorne? Ich hör auch nicht mehr auf zu rutschen. Auf der Geraden auch nicht? Nö, gefühlt nicht. Bin gespannt, was der Vincent sagt, wenn er meine Reifen sieht. Ich jag hier drei Mercedes, ja? Oder was ist der Anonymous? Das ist auch Mercedes, ne? Ich glaube. Jetzt schon mal in Windschatten drin. Komm, Eddie, letzte Chance. Oh, den Captain haben wir schon mal. Oh, stark, stark, Alter! Hab ich gar nicht gesehen. Das hab ich jetzt auch echt nicht kommen sehen, muss ich echt sagen. Stark gemacht. Das war... Na, dann geht's jetzt um uns beiden hier, um den einen Punkt hier. Um diesen einen Punkt geht's jetzt. 90% Reifenabnutzung locker mal, Alter! Wer fährt so weichen Reifen, oder? Ja. Ja, ich auch. Ja gut, ich bin auf Mittel. Meiner ist auch, Was hast du denn gemacht, Obi? Ja, er hat gebremst, ich bin kurz hinten drauf und er hat dann gedacht, er fährt jetzt Vollgas und fährt raus aus der Kurve, aus der langgezogenen rechts da, die dritte. Also... Dass ich ihm hinten drauf fahre, ist eine Sache, aber dass er dann einfach auf dem Gas oben bleibt und dann ins Kies rausfährt, das ist sein Problem. Nicht meins.
Weil wir waren nur zu zweit, der hätte ja einfach bremsen können und dann hätte ich Fairplay machen können, aber wenn er dann mit Absicht rausfährt, kann ich auch nichts tun. Deswegen bleibe ich jetzt nicht stehen. Das ist mein Punkt! Oh, Shira ist auch schon da. Scheiße, Shira. Nein, 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 mein Reifen! Oh! Nein! Nein, ich will nicht in die Tasche reizen. Was macht das? Bleib, komm der her! Der kriegt eine Strafe, locker. Scheiße. Ja, 2,5, easy. Ich hab einen King hat auch noch eine Strafe gekriegt, deswegen bin ich wieder vorbei. Der hat sich in der Schikane an mir vorbei. Hat sich dabei eine halbe Sekunde geholt. Hat er sich auch angelehnt bei dir? Ja. Ja, gut, Schikane ist halt eng und letzte Chance zu überholen, bin ich eben jetzt im Böse drin. Aber dadurch ist er halt über die Tracklimits gekommen. Die Strafe gekriegt und. Ja, mich hat er schön weggedengelt. So ein Scheißfehler. Und ist weitergefahren. So ein